Wenn Peter Köberich seine Arbeit beginnt, schlafen die meisten Menschen noch. Es ist 4 Uhr in der Früh, aber hinter dieser Türe sind schon alle wach. In dem Stall in Berndorf bei Landshut warten 50 Schweinerüssel auf Futter und ihre Morgentoilette. Ich arbeite gern mit den Geber zusammen. Es macht auch recht viel Spaß. Es ist abwechslungsreich. Jeden Tag erlebt man wieder was Neues. Es ist einfach interessante Arbeit. Der Tierpfleger meint, sie wären wie Kinder. Dabei sind sie alle schon ausgewachsen. Er ist zum Beispiel ein ganz sauberer Eber. Im Gegensatz zum Star, der macht jeden Tag einen Dreck. Auch in die Buchten, überall. Damit sie es auch wirklich bequem haben, frisches Stroh für ihre Matratze. Auch wenn die Eber das ganze Jahr nicht raus dürfen, in ihrem Stall werden sie gehalten wie Prinzen. Und das hat seinen Grund. Sie haben alle eine Prüfung bestanden. Ihre Gene gelten als besonders wertvoll. Deswegen sollen sie die an möglichst viele Nachkommen weitergeben. Und dazu braucht man den Samen aus ihren Hoden. Heute den von Eber Modexa. Knapp 4 Jahre alt, 320 Kilo schwer. Zweimal die Woche kommt jeder Eber in den Sprungstand. Weibliche Artgenossinnen hat Modexa nicht mal aus der Entfernung gesehen. Seinen Sexualtrieb regt schon das blaue Plastikphantom an. Eberpfleger wie Peter Köberich haben die Eber darauf von Jugend an trainiert. Das Absamen gehört zu den täglichen Arbeiten der Tierpfleger auf der Eberstation. Und dabei benimmt sich jeder Eber anders. Aber er ist ein Kandidat, der geht ganz leicht. Er ist für, wenn heute jemand einer lernen möchte, Absamen ist er eigentlich der ideale Eber. Weil er macht das eigentlich, er weiß das schon, er macht das alles von selber. Kein Wunder, Modexa ist ja schon erfahrener Samenspender. Die meisten Eber werden nicht älter als 5 Jahre. Dann sind sie in der Regel züchterisch nicht mehr interessant. Der Eber macht zum Beispiel ein ganz Glas voll. 400 Milliliter Ejakulat und darin 50 Milliarden Samenzellen von Modexa. Auf das Sperma warten schon die Kollegen im Labor. Schließlich soll es in 25 Portionen abgefüllt, schon in 2 Stunden fertig für die Auslieferung zu den Landwirten sein. Inzwischen nimmt sich Peter Köberich schon den nächsten Kandidaten vor. Ob er heute auch dran ist? Die Eber gehen gern in den Sprungstand. Kurz nach 7, Peter Köberich hat schon die wichtigste Arbeit erledigt. Jetzt geht's noch unter die Dusche. Jeder Eber wird regelmäßig eingeseift. Nicht immer ist es allerdings für die Eber so angenehm, wenn sie diesen Ort aufsuchen. Beim Velo ist heute Fußpflegetag. Und das mag er gar nicht. 3 Tierpfleger sorgen dafür, dass er ruhig stehen bleibt. Klauenpflege muss sein, sonst gibt es schmerzende Gelenke. Die Klauen nutzen sich in den Boxen nicht genug ab. Klauenpflege ist besonders anstrengend, auch für den Mensch und für ein Tier. Ist recht anstrengend und man muss wirklich schnell arbeiten, dass das auch schnell vorangeht. 10 Uhr. Peter Köberich und seine Kollegen machen Brutzeit. Es kann schon gefährlich werden. Dann. Also Eber haut die da noch mal rein und dann schauen wir mal aus. Dann hat wahrscheinlich jeder schon mal so eine kleine Erfahrung gemacht, wie das sein kann, oder? Das stimmt uns. Ja, sicher. Das war ein kleiner Ruck, samt der Hosen raufgezogen. Da war der Muskel zerfetzt, rein bis ins Bein bei mir. So ein langer Riss. Jetzt ist auch schon wieder Zeit für die zweite Ebermahlzeit an diesem Tag. Wie immer gibt es Eber-Leistungsfutter, eine Getreidemischung. Die genaue Rezeptur ist Betriebsgeheimnis. Ausreichend satt sollen die Eber sein, aber nicht fett werden. Sonst springen sie nicht mehr. Vor Arbeitsschluss ist noch ein bisschen Zeit für die Schützlinge. Sie sind ruhig und intelligent vor allen Dingen. Und das macht eigentlich recht viel Freude, mit denen zu arbeiten. Woran zeigt sich die, dass die so gescheit sind? Die wissen, die kennen die Person schon, mit denen, wo sie auch umgehen.
Sie kennen uns und wir kennen Sie. Zalder, der lässt sich immer streicheln und beim Streicheln streckt er alle Viere von sich. Also wirklich ein richtiger Schmuseeber ist das. Die Eber verbringen den Rest des Tages vor allem so, schlafend. Dann bilden sich in ihren Hoden Spermien. 12 Uhr Mittag, Arbeitsschluss für Peter Köberich. Auch er wird sich jetzt erstmal hinlegen. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.